Er fand, dass Rick nicht seinen Teil beitrug. Aber Rick war sehr sensibel und freundlich. Er mochte diese negative Energie und Dunkelheit nicht. Im Grunde wollte Roger Rick nicht mehr in der Band haben. 1979 setzte sich Waters durch. Als Richard Wright seinen Urlaub nicht abkürzte, um das Album abzuschließen, überzeugte Waters die Band, Wright ein Ultimatum zu stellen. Roger fand, dass Rick Wright nicht genug für Pink Floyd tat. Alle fanden, dass Rick nicht genug leistete. Er hatte Lampenfieber und konnte nicht auf Befehl spielen. Die Entscheidung fiel, Rick musste gehen. Er wurde nur für die Wall Tour angeheuert. Damit begann das Ende für die Gründungsmitglieder. Es hatte auch sein Gutes. Die Kosten der Wall-Show waren so hoch, dass die Band draufzahlen musste. Rick Wright dagegen bekam sein Gehalt. Ein Grund für die hohen Kosten war das aufwendige Bühnenbild für die Show. Sie präsentierten diese Musik, indem sie eine Mauer um sich zogen. Eine sprichwörtliche, buchstäbliche Mauer. Ich sah Pink Floyds Wall im Earl's Court in London im August 1980. Es war erstaunlich mit der Mauer um die ganze Bühne. Sie wurde im Laufe der Show aufgebaut. Und das war, bevor Rockbands so große Dinge veranstalteten. Damals war es bahnbrechend, revolutionär. Trotz der ungewöhnlichen Show und des düsteren Inhaltes war The Wall ein riesiger Erfolg. 4 Tage nach Erscheinen waren bereits 340.000 Platten verkauft. Es gab erstaunliche Lieder wie Goodbye Blue Sky und Comfortably Numb. Einige bestanden sogar außerhalb der Wall-Geschichte. Es war ein unglaubliches Konzept. Roger Waters war aggressiv auf der Bühne, sehr dominant. Das war sein großer Augenblick, seine Show. And you got the sense that this was his moment, this was his show. Der Film The Wall erschien 1982. Wie das Album war auch er eine scharfe Erinnerung an die dunkle Energie in Roger Waters. Falls das Album und die Live-Auftritte das Konzept nicht zum Leben erweckten, tat es der Film endgültig. Er erzählt vom verdorbenen Menschen, der nicht in die Gesellschaft passen will. Alles, was er tut, ist ein Kampf und Bob Geldof stellt es auch so dar. Roger Waters' The Wall triumphierte als eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Doch Waters' tyrannische Art drohte die Band zu zerreißen. Roger Waters stieß alle vor den Kopf. Im Grunde trieb er die Band in die Selbstzerstörung. Die Dinge spitzten sich zu, als das nächste Album aufgenommen wurde, The Final Cut. Nach The Wall war es Zeit für eine neue Platte. Roger hatte wieder ein paar hochgeistige, ernste Lieder gemacht. Er bot der Band an, sie als Soloalbum aufzunehmen, aber das wollten sie nicht. Also wurde The Final Cut ein Pink Floyd-Album. Doch in den meisten Liedern behandelte Roger den Tod seines Vaters im Zweiten Weltkrieg. Und das war schließlich die Schwelle zum Kollaps. Es war das Roger Waters-Erlebnis. Es war Folter. Roger kam mit Liedern an, die wir für The Wall abgelehnt hatten. Ich sagte, sie waren damals nicht gut genug, warum sollten sie es jetzt sein? Roger Waters warf den anderen furchtbare Dinge an den Kopf. Er war ekelhaft zu ihnen. Nach Final Cut verließ Roger Waters Pink Floyd. Damit war die Arbeit der Band, wie die meisten sie kannten, endgültig vorbei. Ohne Roger Waters gab es wenig Hoffnung, dass Pink Floyd weiter bestehen konnte. Um 1985 forderten die Konflikte bei Pink Floyd ihren Tribut. Meinungsverschiedenheiten zwischen Waters und den anderen rissen die Band auseinander. Die Kränkungen und Anfeindungen saßen tief. Wir kamen nicht mehr miteinander aus. Roger Waters verließ die Band, die er geschaffen hatte. Roger Waters sagte den Plattenfirmen, dass er nicht mehr zu Pink Floyd gehörte. Er nahm an, dass es das Ende der Band war. David Gilmour und Nick Mason beschlossen dennoch, unter diesem Namen weiterzuarbeiten.
David hatte zum Erfolg von Pink Floyd genauso beigetragen wie Roger. Er sah keinen Grund, nicht als Pink Floyd auf Tour zu gehen. Doch damit war Roger nicht einverstanden. Es folgte ein langer Rechtsstreit um den Namen. Roger Waters verklagte die anderen wegen der Namensrechte. Obwohl Gilmour und Mason schließlich gewannen, glaubten wenige an die Zukunft von Pink Floyd. Doch sie machten weiter. 1987 gehörte Richard Wright wieder zur Band und sie arbeiteten an einem neuen Album. Ohne Roger brachte Pink Floyd Momentary Lapse of Reason heraus. Auf dem Album sind einige Radiohits wie Turning Away und Learning to Fly. Klassisches Rockradio in den späten 80ern. Doch die Namensrechte allein genügten nicht. Nach Momentary Lapse of Reason versiegte die Inspiration. Es dauerte 7 Jahre, bevor die Band weitermachte und ein neues Album veröffentlichte, The Division Bell. In gewisser Weise war es eine Rückkehr zu den hochgeistigen Ideen, die von Pink Floyd erwartet wurden. Die Shows waren genauso grandios, ausverkaufte Stadien, unzählige Nächte mit mehr als 80.000 Leuten. Aber die Zeiten waren anders. Grunge war modern, Pearl Jam, Nirvana und Soundgarden. Viele fanden, dass der Zeitgeist des Rock Pink Floyd überholt hatte. Trotz der wachsenden Rockszene forderten viele die Wiedervereinigung der Band. Als Bob Geldof 2005 das Benefizkonzert Live Aid plante, wollte er es zum besten Konzert aller Zeiten machen. Pink Floyd stimmte zu, mit Roger Waters aufzutreten. Bob Geldof handelte einen Waffenstillstand aus. Geldof appellierte an das soziale und politische Gewissen der Band, doch es war nicht leicht für sie. Die Proben und Vorbereitungen für Live Aid waren sehr schwierig für alle. Alte Spannungen zwischen Roger Waters und den anderen kamen wieder auf, doch sie alle beschlossen, den Streit für diese 20 Minuten zu vergessen. Die Wiedervereinigung mit Roger hatten viele Fans für unmöglich gehalten. Gott sei Dank war es großartig. Erstaunlicherweise wollte Roger Waters mitmachen. Es wurde einer ihrer besten Auftritte überhaupt. Es war ergreifend, wundervoll und befreiend für diese Menschen, die den Schöpfer ihrer Band und sich gegenseitig verraten hatten. Viele fragten sich, warum sie nicht einfach wieder zusammen auf Tour gingen. Aber das sollte nicht passieren. Ein großer Auftritt, aber die Körpersprache war eindeutig. Es war Fassade, Teil einer Abmachung. Anschließend wurden der Band $250 Millionen für eine neue Tour angeboten. Doch der Zwist zwischen David Gilmour und Roger Waters ließ sie ablehnen. Sie setzten ihre Soloarbeit fort. David hatte eine erfolgreiche Solokarriere eingeschlagen. 2006 erschien On an Island mit Rick Wright. Roger Waters geht weiterhin auf Tournee. In seinen Live-Auftritten spielt er Dark Side of the Moon im großen Stil. Der Lauf der Zeit trieb Pink Floyd auseinander. Am 7. Juli 2006 erlitt die Band zusätzlich einen symbolischen Schlag. 2006 starb Syd Barrett. Sein Tod sorgte weltweit für Schlagzeilen. Das war ein Zeichen dafür, wie groß Pink Floyd inzwischen geworden war und wie groß das Interesse an ihm war, den gut aussehenden Popstar aus den 60ern, der ausstieg, als er auf seinem Höhepunkt war. Der Verlust eines weiteren Mitglieds am 15. September 2008 bedeutete das Ende der Band. Der Tod von Rick Wright im September 2008 hatte große Auswirkungen. Er machte klar, dass Pink Floyd, wie sie die meisten kannten, nie wieder spielen würden. Obwohl Pink Floyds Originalbesetzung nie mehr zusammenspielen kann, lebt ihre Musik im 21. Jahrhundert weiter. Syd war unglaublich originell. Seine Musik ging in völlig neue Richtungen. Er war ein Genie. In that sense, I think he was a total genius.
Viele Gitarristen sind Feuer und Flamme für David Gilmour, seine charakteristischen Klänge und Solos. Roger hat wunderbare Konzepte. Er weiß, was er will und wie er es erreicht. Es klang immer unverwechselbar. Niemand klingt wie Pink Floyd. Das verändert ihre Auffassung von Musik.